liebe Freunde der analogen Unterhaltung, genau. Ich habe schon so oft gesagt, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, das ist Neuland. Wir sind auf der BerlinCon 2019. Ich habe den Carsten von Schwerkraft hier bei mir und du hast ein Spiel mitgebracht, das sogar mal einen deutschen Titel hat. Befeuern, sag ich schon. ist bei Schwerkraft eigentlich normal? Nein, ich habe mal ganz viele englische und nicht aussprechbare Titel gehabt schon die Tage, deswegen finde ich das sehr gut, dass es mal einen deutschen Titel gibt, ja. Erstes Licht heißt es. Das ist der Untertitel. es läuft gut, wir sind mal Feuerland und lesen den Untertitel vor. Genau. Nein, pass auf, das Spiel heißt schon Erstes Licht, aber das wird eine Reihe von mehreren Spielen sein und die laufen alle unter dem Titel Circadiana. Aber es ist jetzt nicht mehr so. Was ist denn Circadiana? Das sind Menschen. Ah. Ja, das sind Menschen. Und wir sind auf Menschen. Wir durchreisen das Weltall und erleben in verschiedenen Arten von Spielen eben so diese Geschichte. Ah, also Menschen der fernen Zukunft. Das kommt aus dem Lateinischen, Circadiana. Deswegen macht es auch Sinn, das auf Deutsch zu haben. Sehr gut. Magst du uns auch erzählen, worum es dabei so geht und was wir hier so machen? Oder wollen wir darüber reden, wie du hier zu Feuerland gehst? Ja, nee, ich habe mich beworben auf Feuerland, aber... Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Ja. Okay, in diesem Spiel, Erstes Licht, sind wir eine raumfahrende Fraktion der Menschheit in der fernen Zukunft und entdecken diesen Planeten hier, auf dem drei verschiedene Alien-Spezies bereits beheimatet sind. Okay. Und mit denen können wir jetzt in Handel und Verhandlungen treten. Okay. Genau. Mechanisch, das interessiert ja die meisten Handton-Grundzuschauer, ist das ein... Würfel-Einsatzspiel mit Engine-Building-Komponente. Ah, okay. Das heißt, wir haben hier, ich gebe dir mal, das ist für bis zu vier Spieler, deswegen haben wir vier verschiedene Farben. Praktisch. Ja, ich gebe dir jetzt nur mal ein paar Würfel an, da sind ganz viele Würfel bei. Ja, okay. Das sind praktisch du hast jetzt nur eine Farbe gewählt. Ich kann jetzt alle Würfel rausgeben. Und dann sehe ich auch nur so Schildfarben und er nimmt Orange. Okay. Ist okay. Du wolltest Pink haben, ja? Natürlich. Aber ich habe hier auch Lila vielleicht. Und Türkis finde ich auch schön. Okay, komm hier. Komm, pack mal jetzt die Würfel aus. Nee, ehrlich? Also, komm. Das geht doch von meiner Zeit, aber das bezahlt doch alles. Okay, also wir haben verschiedenfarbige Würfel. So, und dann? Genau, also nein, du hast nur die Würfel deiner Farbe. Also, natürlich. Okay, also du bist jetzt aber orange. Ja. So, dann kriegst du auch so ein Sichtschirm hier. Kriege ich einen Sichtschirm? Okay. Denn du verdeckst damit erstmal deine Station. Das ist deine eigene Station hier. Ah, okay, ja, die wird verdeckt. Und dann würfeln wir alle simultan. Ich meine, man sieht das glaube ich jetzt nicht, aber ich habe natürlich auch eine eigene Station, auch einen eigenen Sichtschirm und habe meine eigene Spielerfarbe. Dann programmieren wir, würfeln wir hinter unserem Sichtschirm. Wir fangen am Anfang des Spiels, haben wir nur drei Würfel. Okay, drei Würfel. Genau, dann werden dann gewürfelt und dann platzierst du die deinem Sichtschirm auf diesen Plätzen. Wenn du die hier platzierst, dann planst du praktisch mit den Shuttles zu den Planeten kurz rüber zu fliegen. Ah, okay. Wenn du hier platzierst, dann planst du eine eigene Produktion zu betreiben, zum Beispiel von Wasser, Algen, Energie. Und es gibt noch Edelsteine, die kannst du aber nicht selber produzieren. Das sind die vier Rohstoffe des Spiels. Man sieht das hier nochmal als Holzmaterial. Mhm. Die Edelsteine, Wasser, Algen und hier die kleinen Witze, das ist Energie. Okay. Ah, oh, sogar richtig cool. Gut geformt, so, ja, also richtig, finde ich toll. Also ich mag das, wenn das nicht nur so viereckige Würfelklötzchen sind, die man da hat, sondern auch tatsächlich, dass das irgendwie aussieht wie die Wache, die man da so hat. Das finde ich sehr cool. Hat immer was Schönes, Haptisches. Ja, und die auch sehr witzig, die drei kleinen Ressourcen wie Wasser, Algen und Energie sind alle flach und die Edelsteine sind extra dick. Ah. Weil die haben eine deutlich höhere Wertigkeit. Ja, und dadurch vergisst man das nicht. Das hebt sich auch so ein bisschen ab. Ja, genau. Ja, sehr cool. Okay, das Spiel, es gibt kein richtiges Spielbrett. Ich meine, man könnte glauben, das wäre das Spielbrett, aber das ist nicht das wirklich relevante Spielbrett. Das setzt sich zusammen aus all diesen Aktionstableaus. Also wir programmieren erstmal hinter dem Sichtschirm, nachdem wir gewürfelt haben, ob wir nur produzieren oder ob wir die Würfel aussenden mit den Shuttles zu diesen Aktionsfeldern. Das heißt, wenn wir alle gewürfelt und uns festgelegt haben, wo wir die Würfel einsetzen, dann nehmen wir die Sichtschirme weg. Dann sehe ich, ach, die Nette hat noch nichts richtig gemacht. Genau. Und jetzt hast du zum Beispiel dich entschieden, dass du die 1 vor der 5 einsetzen willst. Ich weiß ja noch nicht, ob das gut ist oder nicht, ob du mich jetzt in das Licht wirst. Ja, nee, pass auf. Denn jetzt reihum vom Startspieler beginnt, immer du bist Startspieler, setzen wir diese Würfel ein. Das heißt, du dürftest jetzt die 1 einsetzen, dann bin ich dran, setze einen meiner Würfel ein, dann darfst du die 5 einsetzen. Okay. Du musst also hier entscheiden, welchen Würfel du wichtig als erstes einsetzen willst. Also du wirst nicht alle einsetzen, denn das ist so, wie das auch bei Worker Placement spielt, diese Felder sind einfach begrenzt. Es gibt nicht
Es gibt nicht unendlich viele Felder. Wenn, wenn du hinfliegst und das Feld belegst, ist das für andere Spieler besetzt. Ja, okay. Und man sieht das hier, ich weiß nicht, ob man das so gesehen, diese Tableaus alle doppelseitig, okay, um sich der, Spieler, der Spielerzahl anzupassen. Das sieht man hier zum Beispiel. Ja. Diese Seite benutzt, wenn man mit 3 und 4 Spielern spielt. Und die, wenn man mit 1 und 2 Spielern spielt. Das Spiel ist vollständig solitär tauglich. Sehr cool. Kann ich gleich auch noch mal ganz kurz was zu sagen, wie das geht. Ja. Das ist nicht bei allen so. Also wir haben auch zum Beispiel einige, wo steht, dass die eine Seite für 2 bis 4 ist und die andere nur für Solo. Also das ist wirklich so ausgetüftelt, dass es immer eine gewisse Knappheit an Aktionsfeldern für die Würfel gibt. Ja, sehr gut. Jetzt setzt du die Würfel ein, belegst damit das Feld, ne, hast dann die Aktion gemacht, aber die Würfelzahl sagt auch, wie du die Aktion ausführst. Es kommt also nicht nur darauf an, dass du zuerst da bist, das ist ja, da hätte man auch ein normales Pöckchen einsetzen können. Sondern der Würfel sagt auch, wie du die Aktion ausführst. Das hast du zum Beispiel gerade mal eben auf die Gießerei gesetzt. In der Gießerei, nehmen wir das mal als Beispiel, da werden Shuttles gebaut. Ich lege jetzt mir hier 3 Shuttles hin. Ja. Und wenn du so eine Shuttle baust, du hast jetzt zum Beispiel den Würfel mit der, das können nur maximal 2 Leute machen, auf dieser Seite für 3-4 Spieler. Jetzt hast du die Würfel mit 1 gelegt, das heißt, du hast dich entschieden, diese Shuttle zu bauen. Ja, klar, ja? Logisch. So, ja. Und diese Shuttle zum Beispiel würdest du jetzt bauen, die kommt dann auf dein Tableau in diesen leeren Hangar. Du hast hier schon eine liegen, hier kommen weitere Shuttles. Ah, deswegen sind sie so ausgegraut. Genau, und diese Shuttle verstärkt jetzt den Würfel, den du hier einsetzt, mit einer speziellen Fähigkeit. Das wäre hier plus minus. Das heißt, den Würfel, den du hier einsetzt, kannst du beim Einsetzen als 1 tiefer oder 1 höher wählen. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel die 5 gehabt. Das wäre jetzt eine 4, 5 oder 6. Das senkt natürlich dann auch den Glücksfaktor. Weil jetzt bist du nicht mehr nur auf das Gewürfelte angewiesen, sondern wenn du dein Tableau aufgebaut hast, hast du da gewisse Freiräume. Das nächste zum Beispiel wäre hier der Würfel, der hier eingesetzt ist. Ich weiß nicht, ob das im Bild zu sehen ist. Der Würfel, der hier eingesetzt ist, könntest du vor dem Einsetzen in der Aktion umdrehen. Das heißt, aus der 5 kann man dann eine 2 machen. Ah, auf die gegenüberliegende Seite. Sehr cool. Aber lass uns nochmal irgendein anderes Beispiel nehmen. Akademie, Bergarbeit, Lager, Labor. Steuerzentrale ist noch schön zu erklären. Hier sagt die, hier steuerst du nämlich diese Erntemaschine. Denn nachdem wir alle gemacht haben, gibt es eine Einkommensphase. Und du kriegst Einkommen auf 2 Arten. Erstmal die Würfel, die du hier in deiner Station eingesetzt hast, die produzieren direkt. Das kann dir keiner wegnehmen. Dann hast du auch praktisch weniger Würfel, um Aktionen zu machen. Ne? Aber du hast hier diese Erntemaschine. Du hast dich ja jetzt für Orange entschieden. Ich habe mich für Orange entschieden. Du hast gesagt, ich bin Orange. Okay, du bist jetzt lila. Und je weiter du fängst in der Mitte des Spielfeldes an. Wir fangen alle in der Mitte an. Ja. Aber je weiter du nach außen von dem Planeten kommst, desto ergiebiger werden diese Felder. Also willst möglichst, dass die Erntemaschine sich nach außen bewegt. Und du siehst, das sind so Bereiche. Hier zum Beispiel sind diese Algen. Hier ist Wasser und hier ist Energie. Ne? Das ist das so ein bisschen, gibt so eine Gruppierung. Ne? Und wenn du jetzt diese Aktion zum Beispiel belegst, die Steuerzentrale mit der 5, dann sagst du, du bewegst deine Erntemaschine 1 nach links. Siehst du, hier ist das Sechseck nochmal abgebildet. Ah, oh, das sieht man also sehr schön quasi. Das heißt, du kannst nicht eine beliebige Zahl einsetzen. Ja, sondern okay. Du musst gucken, wo ich hin will, sozusagen. Genau, dann würde der ja kopflos durch die Gegend zuckeln. Ne, sondern du wirst ihn ja zum Beispiel irgendwo gezielt hinsteuern. Weil am Ende jeder Runde produzierst du das, wo die Maschine steht. Und wenn du sagst, ich brauche für meine Pläne, für das, was ich bauen will, brauche ich zum Beispiel viele Algen, dann versuchst du den irgendwie hier hinzukriegen, weil der hier jede Runde dann plus 12 Algen erzeugt. Macht Sinn, ja. Und hier auf den äußersten Feldern generiert der einen neuen Würfel, dass du nächste Runde mit einem Würfel mehr spielst und einen Edelstein. Das ist diese schwer zu kriegende Ressource. Jetzt gehe ich nicht auf alle anderen Felder ein. Die Frage ist, wie man das Spiel beginnt, gewinnt. Das Spiel ist auch interessant. Spielbeginn ist, jeder kriegt noch eine spezielle Fähigkeit. Und wir ziehen zufällig 8 von diesen Ereigniskarten. Ja. Also wir ziehen 7 und legen diese Karte unten drunter. Das ist Spielende, weil man spielt genau 8 Runden. Ah, und deckt mal ein Ereignis auf. Und das ist fest vorgegeben. Ja, okay, klar. Und man macht Punkte auf 2 Arten. Hier im Lager mit dieser Aktion, jeder Spieler hat zu Spielbeginn ein paar Handkarten. Das sind so Gegenstände. Zum Teil völlig banale Dinge, aber auch irgendwelche außerirdischen Sachen. Ja, okay. Und da gibt es 2 Sorten, entweder diese hier, das kannst du gleich mal in die Kamera, die geben einfach Bonuspunkte am Ende des Spiels, das kennen wir auch aus anderen Spielen, die geben dir Punkte, wenn du irgendein Thema bedient hast. Ne? Ja. Und da siehst du oben die Kosten stehen, da siehst du, wie viel Eigenenergie und so weiter du genau, haben musst. Hier. Das sind die Siegpunkte, die Karte bringt, das ist der Effekt, die Karte zum Beispiel 2 Siegpunkte für jeden weiteren Gegenstand. Und dann gibt es aber auch Gegenstände, wie dieser hier, den du jetzt noch in der Hand hast, der zwar am Ende keine extra Punkte bringt, also man hat selber 4 Punkte, das ist klar, aber der bringt unten keine, sondern eine Fähigkeit, die während des Spiels läuft. Ja. Zum Beispiel kannst du jetzt im Bergarbeiterlager arbeiten, ohne Wasser einspülen zu müssen. Du würdest dann 5 Wasser weniger einspülen müssen, wenn du in den Mine arbeitest. Die Mine ist übrigens das einzige Aktionsfeld, wo man auch Edelsteine bekommen kann, zum Beispiel.
Je höher der Würfel ist, den du einsetzt, desto weniger Wasser musst du zusätzlich in die Mine einspülen, damit der Edelstein rauskommt. So, diese Karten sind also ein Weg, um Siegpunkte zu machen. Mhm. Und das musst du die Würfel hier einsetzen. Wenn hier, das erlaubt dir dann, eine Karte bauen zu werden praktisch. Genau, das, du siehst, das kann man nur dreimal im ganzen Spiel mit der 3 machen, denn diese Würfel werden nicht weggenommen. Wenn du hier einen Würfel einsetzt, dann schrumpft ein Würfelpool. Das heißt, wenn du das jetzt am Anfang des Spiels machen würdest, würdest du mit 2 Würfeln weiterspielen. Also musst du gucken, dass du zum Beispiel in der Akademie neue Würfel ausbildest oder Würfel über alle Effekte bekommst. So. Hier ist der andere große Weg, um Siegpunkte zu machen. Das sind die außerirdischen Völker, mit denen kannst du verhandeln. Dem präsentierst du praktisch Geschenke. Dann gehst du hier rein, spendierst den 9 Algen und hast am Ende des Spiels 5 Siegpunkte. Aber die belohnen dich einmalig mit ihrer Fähigkeit. Das ist doppelseitig übrigens, sodass du jedes Mal vor Spielbeginn ein anderes Set-Angebot hast. Du zahlst also richtig viel. Der erste wird natürlich nur die 6 Algen zahlen. Dann ist dieses Feld belegt, dann kommt der nächste, du musst schon 9 zahlen. Und das habe ich jetzt gerade leider nicht zeigen. Das hier wird komplett bestückt mit diesen kleinen grauen Zylindern. Ja. Der erste, der eine 3 einsetzt, bekommt zu der Fähigkeit dieser Spezies noch die Möglichkeit, sich ein Geschenk hier auszusuchen. Das heißt, die werden nach und nach, die 6 werden hier übertragen. Mhm. Das heißt, wer die Verhandlungen erstmalig aufnimmt, kriegt ein bisschen mehr sogar. Mhm. Aber irgendwann wird ja Folgendes passieren. Es liegen alle 6 Würfelseiten hier oben, weil die Leute wollen ja diese Boni haben. Dann kommt irgendwann einer und legt wieder mal eine 3 hin. Aber wenn zum Beispiel eine 3 liegt, gelegt wird, obwohl schon eine 3 lag, also gleiches Ergebnis, dann musst du einen von diesen Zylindern rübersetzen und die vernichten eine Boni wieder. Oh. Weil du hast einfach übertrieben, mit denen zu verhandeln. Du hast zu oft deren Gefälligkeit geholt und dann gibt es diese Strafen. Ja, aber... Also du musst auch super viel achten. Die Feier jetzt gerade sind enorm. Spiel geht genau über 8 Runden. Aber sehr thematisch auch auf jeden Fall, ne? Also so mit Verhandeln mit diesen Völkern und ich brauche auch die entsprechenden Ressourcen und so, das ist schon sehr, sehr cool. Ich sag noch kurz, was für das Solospiel geht. Ja. Denn diese 4 Stationen, die sind ja asymmetrisch, jeder Spieler hat ja so eine Station, wo sie liegen. Die haben aber unterschiedliche Rückseiten. Und du wählst eine dieser Rückseiten aus, das ist der KI-Roboter, gegen den du spielen möchtest. Und der ist nach Schwierigkeitsgrad, hier zum Beispiel der Xiao, der ist standardmäßig schwer. Hier haben wir den leichten und der ist praktisch unbesiegbar. Der hat halt hier so Handlungsanweisungen. Aber ich kann ihn besiegen. Nee, du nicht. Nein, doch. Doch, du kannst ihn besiegen. Das war mir schon klar. Ich verstehe das schon, ich verstehe das. Und du wusstest nicht, warum die dich bei Feierlein nicht wollen. Ich kriege die Worte zu oder absagen, wo das ausgestrahlt wird. Ja, da gibt es dann noch so ein kleines Kartendeck für den Roboter. Das gibt dann immer vor, was der jetzt gerade macht. Ja, ne? Genau. Welche Aktion er idealerweise auswählt, welche, solange die noch frei ist, hat er so eine kleine Rangordnung. Ne? Und dann hat er seine Spezialfähigkeiten hier, die von der Schwierigkeitsgrad abhängen. Und kann dir auch dreimal was Spezielles erforschen. Da gibt es ja so kleine Marker für. Und dann stellt er dich vor, eine echt harte Nose. Du spielst praktisch dann zu zweit gegen einen virtuellen Gegner. Cool. Also optisch und spielerisch, das klingt sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Also... Mensch, für ein Würfelspiel. Ja. Wir haben auch mit Knibbel angefangen. Das hat einfach erweitert. So habe ich mir das gedacht, dass es so läuft bei euch. Ja, sehr cool. Ist das schon verfügbar oder erst nein, in Essen? Nein. Also das Spiel ist noch nicht regulär erschienen. Okay. Es ist auch über Kickstarter finanziert worden. Ah. Und die Kickstarter-Leute haben auch noch alle ihr Spiel erhalten. Das wird eine Messe Essen-Neuheit. Mhm. Aber wir haben ein paar eingeflogen, um das hier vorführen, erklären und zeigen zu können. Damit das schon mal Leute diskutieren und ich hier bei dir sitzen darf, Annette. Das ist das Allerbeste sowieso. Ja, super. Dann freuen wir uns natürlich auf jeden Fall auf eine coole neue Essen-Neuheit von Schwerkraft. Ich finde es super, dass du uns das hier präsentiert hast und extra einfliegen lassen hast für mich. Für dich. Ja, für mich. Für wen sonst? Nein, und ich wünsche dir da ganz viel Spaß auf der BerlinCon und vielen Dank, dass du da warst. Ja, war super mit euch. Gerne. Ciao. Tschüss.